Es ist Zeit für den großen Preis von Mexiko. Das Rennen, bei dem Honda 1965 seinen allerersten Sieg holte. Der Amerikaner Richie Ginter gewann damals von Startposition 3 aus. Aber wie werden sich die Honda-Maschinen dieses Jahr schlagen? Red Bull hat hier in den letzten Saisons starke Ergebnisse abgeliefert. Also können sie ihre Serie unter Umständen fortsetzen? Das Autodromo Hermanos Rodriguez ist eine 4,18 Kilometer lange Strecke, auf der die Fahrer die Möglichkeiten ihrer Autos voll ausschöpfen und dabei Geschwindigkeiten von über 350 km/h erreichen können. Die Strecke bietet zahlreiche Überholmöglichkeiten, insgesamt 10 Rechts- und 7 Linkskurven. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Warum sprechen wir für den Einstieg nicht gleich mal über Valtteri Bottas? Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Max Verstappen steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Albon, Sainz, Daniel Ricciardo und Leclerc, Norris, Vettel, Richards und Sergio Perez. Hamilton, er hat eine Gridstrafe erhalten. Stroll, Esteban Ocon und Magnussen. Raikkonen, Kvyat, Romain Grosjean und Antonio Giovinazzi. Russell, Schumacher, Latifi und Pierre Gasly steht auf dem letzten Platz im Grid. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. The boss wants another points finish this weekend. Let's give it everything. Ja, liebe Leute, lange Ladezeit mal wieder. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir sind im Rennen und wir wollen so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Schauen wir mal, los geht's. So, gucken wir jetzt mal wegen der Rennstrategie noch schnell. So. Gut, Auto passt soweit. Dann gehen wir ins Rennen Nummer 20 diese Saison. Von 19, weil Hamilton noch genau hinter uns steht. Let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Nur ein Auto bestraft, nämlich Lewis Hamilton, der einen plus 10 bekommen hat, deswegen steht auf 11. Mal schauen, wie weit wir nach vorne rutschen können. Mein Ziel ist es, den Renault nach vorne abzufangen, der von Norris begeistert. Und das Norris auf 7, dann ist Ricciardo auf 4 oder so. Unser Ziel ist es halt, ein gutes Ergebnis rauszuholen. Meine Vettel schon mal zeigen, da bin ich auch noch dabei. Aber jetzt erstmal gleich mit dem Start hoffentlich ein gutes Ergebnis zu holen, weil wir haben es ja zum Beispiel in den USA gezeigt, dass es ja funktionieren könnte. Unser Ziel ist es halt irgendwo nur Platz 7, vielleicht Platz 6 noch in der Konstrukteurs-WM zu holen. Beziehungsweise in der Fahrer-WM zu holen natürlich auch. Klar. Sind danach noch zwei Rennen. Nächste Woche ist Brasilien und dann das Finale, das große Finale in Abu Dhabi. Schauen wir einfach mal. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Ah, wir sollten jetzt alle die Wolken.
So, der Start ist erfolgt. Und wir wollen natürlich so weit wie möglich nach vorne. Und das ist unser Ziel. Da sind einige ein bisschen schlecht weggekommen. Und ich setze mich schon mal daneben Richtung... Ja, da weiß ich, dass der Ferrari da noch steht. Und der Bottas macht mir die Tür so zu. Okay, das war sehr mutig, da reinzustehen. Fuck. Das war zu viel. Der Start war so gut geworden. So. Na, das ist doch nicht wahr, mein Gott, ey. Weißt du, da stehst du schon noch ein bisschen. Drop your speed, oh, da holst du schon echt Position auf, ey, weißt du? Da holst du schon echt Position auf und dann knallt ja doch noch einer in die Karre und rammt dich weg. Bin so gut weggekommen, so gut gestartet. Ja, egal, Platz 9 muss drin sein. Weiter darfst du nicht nach vorne. Holst dir 2 Punkte. Da hab ich doch, glaube ich, weggerannt. Ah, okay. Ah, ist das jetzt ärgerlich? Wen hab ich dann erwischt? Ricciardo? Kann das sein? Ja, der muss immer da hinten stehen, ja. Sechs, der Car ist auch ein Back on Track auf jeden Fall, aber das ärgert mich gerade, weil ich eigentlich schon relativ weit vorne Richtung Platz 4 war. Ich war ja schon an die Ferrari vorbei. Und dann sagt mir das, haut der mir Ricciardo mir in die Karre. Ah, Mann, ist das ärgerlich. Ich stehe wieder auf der, auf der 9. Ärgert mich gerade. Da fährst du schön, das hätte ich schon dabei. Das ist ein Bombenstart. Kommst echt gut da vorne rein in die Lücke. Weißt du, jetzt normal in die Kurve eingehen und da sagte das aktuelle Spiel. Und er sagte, Ricciardo, komm, das schieße ich noch, versuche ich noch wegzuschießen. Naja, gut, müssen wir jetzt mit leben. Das ist halt passiert. Man kann es leider jetzt nicht ändern. Jetzt merke ich mich gerade. Jetzt ärgere mich. Das ist schon das zweite Verfall. Gut, beim ersten, okay, dann nehme ich auf mich. Das ist Bottas. Aber jetzt beim zweiten mit Ricciardo, weiß ich nicht, wo der da auf einmal war. Ich gehe normal nur in die Kurve rein, will eigentlich schon. Ja, scheiß drauf. Ich weiß auch selber schon, ich habe irgendwas gesehen. Trotzdem ärgert es mich gerade, weil ich eigentlich gut da weggekommen bin. Und trotzdem. Mein Gott, bleib doch stehen am besten! Du bleibst einfach stehen! Warum? War weiterfahren, egal. Da ist hinter mir noch ein Auto, da kann man auch mal ruhig auf die Bremse gehen. Und zwar voll auf die Bremse gehen. Perez. Komm schon. Mann, das ist ärgerlich. Ich ärgere mich gerade komplett. Jetzt in die Box macht eh noch keinen Sinn. Die Reifen würden so runter sein. Ich würde mir das Auto jetzt, wenn das richtig jetzt gleich reingehen würde.
Platz 9 ist natürlich alles andere als gut, weil ich muss den Perez zumindest noch kassieren. Also die Racing Point muss ich eigentlich ziemlich deutlich schlagen, weil sonst haben wir keine Chance irgendwie auf Platz 6 noch, weil das geht auch noch ein bisschen gegen die Racing Point. Ach, Mann, der gab mich das gerade. Ich glaube, an Albon waren wir auch schon vorbei. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Naja, versuchen wir es halt nochmal. Wir sitzen jetzt alle durcheinander. Mann, ich lage mich gerade. Das war so ein schöner Start. So ein Bombenstart. Da sind die nämlich ein bisschen schlecht weggekommen vorne. Ich dachte mir, jo, das kriegst, die kannst du versuchen zu knacken. Das war ich schon vorbei. Aber gut, müssen wir jetzt mit leben. Green Flag. Das haben wir nicht. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Zwoll ist ein ordentliches Stück zurückgekommen, der ist zurückgefallen. Da vorne fighten sie schon. Und wir können nicht nutzen. Ich muss es ja riskieren und das habe ich jetzt gerade gegen Zwoll auch gegen Perez jetzt gerade gemacht. Haben wir zumindest mal Platz 8 geholt. Ich versuche so weit wie möglich nach vorne heute zu kommen. Gewinnen werden wir wahrscheinlich nicht, das wird klar sein, aber. Schauen wir einfach mal. 18 Runden haben wir Zeit. Ich weiß, es ist noch 14, sind noch 4 Runden jetzt durch. Ja, Gott sei Dank haben wir schon den Racing Point kassiert. Das ist nicht ganz unwichtig, aber. Naja. So, jetzt gehe ich ran auf ein neues. Suche zumindest. Ah, der zieht. Jetzt ist Ocon. Entschuldigung. Ocon ist es vor mir. Vorteil, dass wir nachher ein bisschen mit dem DRS arbeiten können. Mir klar, dass ich das jetzt ein bisschen verwahrt, aber den muss ich mir holen. Ich bin dann ein bisschen rabiat, ich versuche das dann teilweise auch so zu. So, jetzt sind wir 7 da momentan, 2 Positionen gut gemacht. Das mega Quersteher. Aber egal. Auto läuft doch. Norris und Vettel sind die nächsten zwei. Vielleicht nochmal eine Möglichkeit im Podium diese Saison. Ist doch zu früh reinzugehen. Nächste Runde werden wir auf jeden Fall den Wechsel machen. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS ist noch zu früh. Warum auf einmal der Ocon mit Überschuss? Gut, wir sind da. Gut, okay, das erklärt's. Ja, ja. Das ist das DRS, wir haben es nämlich noch nicht. Ja, nicht wo Ocon war es, das war Perez. Wir sind leider zu weit weg vom Vettel, um darauf was zu riskieren. Also da was zu machen. So, Vettel und Norris, wie gesagt, das sind die nächsten zwei. Ich hoffe, dass ich da noch vorbeikomme. Dann würde ich meinen verdienten 5. Platz wieder aus den USA zurückholen. Da wäre ich ja drin gewesen. Aber jetzt sind wir wieder ein bisschen. Ah, ich komme nicht ran, das hier jetzt. Das ist gegen Vettel, das ist klar. Jetzt hätten wir es, glaube ich. Jetzt sind wir, glaube ich, dran.
We're gonna box this lap. Push hard on the in-lap. Ah, wieso kommt der denn da auf Dings? Some information on Vettel. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. So, Vettel sagt jetzt gerade, er muss ein bisschen... Oh, Alter! Perez, ja. Vettel sagt jetzt gerade ein bisschen, er wird langsamer. Das ist, wäre uns ein Vorteil. Weil so würden wir nämlich auf 6 vorrutschen. Aber ich muss mich jetzt auch gegen den Landsmann hier wehren, gegen den Perez. Der hat ja jetzt. Ja, da kriegen wir mal nicht viel mit, dass der jetzt ein bisschen langsamer wird. Ja gut, der lässt ein bisschen abreißen jetzt von Norris. So 11 Runden haben wir noch. Na, ist noch ein bisschen zu. So, dann gehen wir danach die Runde rein. Und jedes Mal kommt der Racing Point da aber aufs Übelste angeschossen. Ich hoffe, dass der Boxenstopp jetzt nicht wieder mein Rennen versaut. Na, vorne, der wird weiter, geht es nicht da vorne, das ist klar. Es wird vielleicht maximal Platz 5 werden. Aber mein Ziel ist es halt, diesen 7. Platz mit nach Hause zu nehmen. Und immerhin diese 6 Lebenpunkte. So, Vettel wieder jetzt auf die. Dann haben wir denn davor? Science ist das. Oder? Ja. Na, leck! Warum wartest du? Warum wartest du, du scheiß Boxenstrategie? Ja, ist egal, warten. Weißt du, anstatt dass die dann sagt, komm, ich gebe mal ein bisschen Gas, ich versuche mal ein bisschen ranzukommen noch. Nö, wir warten, bis der Ferrari da vorbei ist, in Ruhe. Gelb? Okay. Okay, clear. Das ist nichts. Ja, jetzt ist er vorbei, oder? Ricciardo! Okay, the safety car is out. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Ja, damit hätten wir unseren Spezi draußen, unseren Rivalen, der Gott sei Dank nicht ankommen wird. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Und Ocon, den habe ich schon mal. Der Vorteil ist, der ist der schon mal dahinter ist. Ich glaube, der war nämlich vor uns. Eine ganze Weile. Mick is in the pits. Mick in the pits. So, mal gucken, was jetzt da vorne für uns geht. Komm, den Kessel kriege ich doch. Oh, lecko mio! Mein Gott, Gassi, geh vorbei!
Schön, dass ich jetzt wegen dir warten muss, ey. Ja, der hat natürlich genau richtig gemacht. Der ist natürlich dann in die Box rein, wenn es passte. Und wieder haben wir so ein Auto, was wir vor uns, der es sich nicht erwartet hatte, ne? Mit Pierre Gasly, der die Situation natürlich ausgenutzt hat. Scheiße. The car ahead is coming to fit the mediums. Car ahead now running medium tires. Jetzt habe ich das nächste Auto noch davor. Also es ist sicherlich nicht einfach gerade. Damit ist die Boxenstartung gereinigt und wir sind 9. Momentan auf 11. Sogar außerhalb der Punkte. Wir haben Plätze verloren sogar. Nur so nebenbei. Ja gut, der Tifi war noch nicht drin. Aber warum das denn... Perez ist auch noch nicht... Ich hoffe, dass der Perez auch noch nicht drin war. So, der Tifi, Perez... Das könnte sein, dass wir dort plötzlich ein bisschen Glück haben sogar. Ich weiß nicht, wie die Bereinigung gleich wird damit. Weil der Latifi noch nicht drin war, schon drin war, dann fährt der momentan auf Platz 8 und holt sich wichtige Punkte für die Williams-Team. Latifi, Perez, Sainz war auf jeden Fall schon drin, das ist klar. Führen momentan Bottas, den Hamilton habe ich mich hinter mir. Latifi, Perez, der Haas davor, ne? Also mindestens 3 Autos, das heißt, wenn wir Glück haben, sind wir nämlich aber auf Platz 8. Normal wird es gepasst mit Gäste. Den hätte ich immer so drin gehabt. So gerade. Aber durch das scheiß Safety Car. Mit dem Ausscheiden von Ricciardo. Ich hoffe zumindest, dass sie noch nicht drin waren. Sonst, wie gesagt, der Williams und sonst haben die richtig bomben Job gemacht da vorne. Der Latifi nämlich auf 8. Und die wären momentan auf... Ja, sie wären Platz 7 gewesen und dann sind wir momentan auf 11. Ich hätte die 2 Positionen zu gewinnen, aber 2 Positionen verloren. Safety car is in this lab. Safety car in this lab. Let's make sure those tires are up to temperature and remember, there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Green flag, we're racing again. Ja, da fahren wir noch nicht in die Box. Luis, aber ich bin nicht da vorbei. So, Hage, Vettel, Latifi, das wäre wichtig für uns, wenn wir da mitziehen könnten direkt. Vielleicht ein bisschen mit Glück dabei auf der in den Esses, vielleicht einfach ein bisschen Dusel. Vettel ist aber schon noch nicht vorbei. Doch, Vettel ist vorbei. Problem ist einfach, dass ich jetzt gerade... Meine Güte, danke Lewis Hamilton! We're adjusting the strategy. Come in this lap. Okay, the gap behind is 2.7 seconds. Danke Lewis Hamilton, das hast du sehr, sehr gut gemacht, dass du einfach dich dazwischen gedrückt hast und mich weggeschossen hast. Das kann man auch mal ein bisschen unterlassen. Du siehst man, da vorne sind 3 Mann am Kämpfen. Ja, ist egal, scheiß drauf, ich kenne mich dazwischen. Schieß einfach dazwischen, das ist mir egal. So, jetzt. Sorry, da habe ich mich einfach verbremst. Deswegen muss ich diesen Weg nehmen. Aber ich habe sie beide kassiert. Nächstes Grosjean. Das Ziel ist es definitiv, heute nochmal was mitzunehmen hier. Ich habe zumindest meinen 9. Platz wieder. You're lapping around a second faster than the car ahead. Keep this up.
So, nächste sollte ich auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, dass ich. Ja, das ist das Problem, ne? Da ist ein Auto, glaube ich, da vorne dabei, die eigentlich so nicht erwartet hatte. Und da gehört ja jemals ein Grosjean mit dabei, der eigentlich auch von hinten irgendwo gestartet ist. So, mal gucken, ob ich den Ferrari kassiere, also den Haas hier vorne. So, Angriff gegen eben jenen. Gegen den Grosjean. So, nächste beiden sind Vettel und eben davor ist der Perez. Ja, den habe ich irgendwie hinter mir hatte die ganze Zeit. Der Perez war aber schon drin, das weiß ich. Der hat das. Ja, die haben. Okay. Ja. Green Flag. Wen hat's erwischt? Wen hat's denn da jetzt erwischt? Steht jetzt einer draußen oder was? Das ist gelb. Falls. Latifi, oder? Kann das sein? Nee. Hamilton. Hamilton. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Der Lewis Hamilton hat es erwischt. Den, definitiv. Das ist gut. Gut für die. Gut für uns. Einen da vorne möchte ich mindestens bekommen. Ich weiß auch nicht, ob die da schon alle in der Box waren. Das ist mir schon irgendwie so komisch. Das fällt sich ziemlich komisch aus davor. Weil Perez hat so einen starken Boxenstopp gehabt. Aber das wäre das. Ja, kann auch sein. Ich habe den direkt hinter mir. Ja, zwei Safety-Car-Phasen haben wir schon. Also durchaus gar nicht mal so schlechtes Rennen. Ich glaube, die Ticker nach vorne wird es nicht mehr geben. Yellow Flag, da steht immer noch der Hamilton. Da steht der Mercedes. So, der Abstand ist jetzt auf Gessi 3 Sekunden. There's 5 laps of fuel remaining. Wir haben noch 3 Runden Zeit. Und davon, dass der Vettel angeblich langsamer werden soll, merke ich auch nicht. Ja, mich ärgert trotzdem. Die Start der war eigentlich sehr gut verlaufen. Wir wären eigentlich vielleicht für einen besseren Rennen dabei gewesen. Ah, da sagt der Ricciardo, nö, die schaue ich kurz noch schnell weg. Gut, Ricciardo ist raus. Hamilton, der sich angelegt hat, auch mit uns, ist auch weg vom Fenster. Ich hoffe, dass der Vettel sich noch dann verabschiedet. Naja, dann haben wir wieder Siebter. Aber nach vorne wird es nicht gehen, sonst. Nächste Rennen wäre dann Brasilien nächste Woche. So, Runde 16. Abstand nach hinten auf 3,3 Sekunden angewachsen. Ja, mein Rivale hat sich ja wie gesagt verabschiedet schon aus dem Rennen. Das heißt, wir können uns mit 4 WM-Punkten immerhin mitnehmen. Und dann schauen wir mal, was die nächsten zwei Rennen sind. Ja, sehr gar nicht. Der Start wäre besser gewesen. Auch genauso wie die USA. Das sind wichtige Punkte gewesen, die uns jetzt hier wieder mal kaputt gemacht wurden. Auch durch meine Boxen, die einfach gesagt haben, komm, egal, du bist zwar davor, aber war
fahr ruhig schon mal, warte ruhig schon mal noch ein bisschen. Da vorne wird es nicht gehen, das ist klar. Wenn Bottas führt, Max Verstappen, und dann haben wir dann tatsächlich schon eine McLaren, die auf jeden Fall mit dabei sind. Keep managing your tires. Manage your tires. Ja, vorletzte Runde. Das wird wahrscheinlich reichen. Ne? Ja, wenn ich hoffe, dass noch einer davon ist. We've only got two laps of fuel left. Schade, schade, schade. Ja, es wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Aber Perez, der hat es sehr gut gemacht, der das immer gut ausgenutzt hat. Auch mit dem Safety Car, da haben wir ein bisschen was verloren. Ich kann gar nicht mehr mitgehen, das Tempo da vorne. Der Bottas geht jetzt in seine letzte Runde. Ah ne, da haben wir die beiden, gar nicht, war die McLaren. Das sind meine Red Bull, die beide, der Albon hängt auch noch da mit drin. This is your final lap of the race. We're leading our teammate by 15.9 seconds. Ich hoffe, dass die zwei da vorne sich noch ein bisschen kriegen. Und wir vielleicht noch mal in der letzten Runde irgendwas reißen könnten, aber... Moment, da ist ein McLaren langsam, oder sehe ich das falsch? Das wird tatsächlich sogar noch Platz 7 werden am Ende, wenn dann alles gut läuft. Weil ich glaube, da hinten ist nämlich der Dings noch langsam. Sainz, kann das sein? Oder Norris, einer von den beiden jedenfalls. Weil Gasly, Vettel und so sind schon vorbei. Wir dürfen jetzt nicht durch Licht noch bald brechen. Norris, das ist es, by the way. Ja, das wird wahrscheinlich schwierig werden, den noch zu kassieren, oder? Ja, genau, das kriege ich auch nicht mehr. Leider, der fällt jetzt auch das Rennen, fällt jetzt auch noch aus. Bottas holt sich einen Rennsieg. Ah, schade, das ist tatsächlich dann nur... Schade, eine Runde mehr, denn ich bin neu, ist doch kassiert. Ich bin neu, ist doch kassiert. Ich bin noch kassiert. Wenn er Sechster wird. Und am Ende ist es dann Platz 8. Nur Platz 8, das ist ärgerlich gerade. Da wäre viel mehr drin gewesen. Das sagt mir. Ja, weil die mich dauernd versucht haben wegzuknallen. Und der Ricciardo hat es dann am Ende geschafft. Also, du hast so einen Bombenstart, hängst schon das auf 4. Spektakulärer Sieg und damit oh, egal, schieß dich weg. Es war eine phänomenale Saison und den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja, trotzdem ein bisschen
Sage habe ich gerade, wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich entscheide mich für Pierre Gasly. Das Team hat einen großartigen Job geleistet, ihn im Feld anzuweisen. Aber im Endeffekt... Das war natürlich alles andere als clever jetzt. Sorry, ich habe jetzt natürlich die... So, Fahrerrangliste 86 Punkte, 7 Punkte hinter Sainz, nur noch, der natürlich einen ordentlichen Schritt gemacht hat mit seinem Ergebnis. Deswegen wäre es so wichtig gewesen, ihn zu kassieren, und Perez genauso. Also es geht tatsächlich nur noch um Platz 7 in der WM. 20 Punkte Rückstand auf Albon kriegen wir nicht eingeholt. Es sind noch 2 Rennen und ja, das geht halt für Bugs immer noch Platz 7. Fürs Team ist es eigentlich durch, da sind wir, sind wir jetzt 19 Punkte vor. Wenn wir 2 stehen im Rennen, ja, müssen wir mal gucken, wie es heute läuft. Wie es in Brasilien läuft, und dann gucken wir einfach mal. Da müssen wir mindestens 4 Punkte, müssen wir 4 Punkte mehr holen als Renault, und dann haben wir das Thema auch da safe Platz 6, aber ja, das jedenfalls ist mal das. Die Fans haben das wirklich genossen. Nee. Sah das leicht aus. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team... Ja, ja, machen wir es so. Es schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Klasse, das war dann alles. Ja, dann sind wir heute durch mit dem Rennen aus Mexiko. Wir sind nächste Woche Brasilien. Dann geht es hoffentlich um die Zementierung Platz 6 in der Team. Wir haben 4 Punkte mehr als Renault, und dann sind wir mal durch. So, er hat nichts tatsächlich heute hinbekommen an guten Ergebnissen. Ich glaube, wir sind jetzt auf 29 Punkte. Kann das sein? Mit dem Ergebnis können wir es tatsächlich noch reißen. Nur mal gute 500.000. Sehr gut. Ja, am Ende war es nur ein Platz. Gut, dann sind wir durch. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem Rennen aus Brasilien.